Harald Schmidt. Helmut. Schade. Lars. Herrlethaus. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Danke. Eine neue Woche. Und ich hoffe, Sie alle hatten ein fantastisches, ein sensationelles Wochenende. Und man kann ja in diesem Fall nur sagen, ein fantastisches Fußballwochenende. Nur Gewinner. Und liebe Freunde, was bin ich froh, dass ich schon immer ein Fan des ersten FC Kaiserslautern war. Ja, dass ich von Anfang an gesagt habe, ja, diese Lauterer, wie wir das sagen, diese Lauterer schaffen es. Deutscher Meister 1998. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle aus dem Keller des FC Bayern München. Und, ja. Nie habe ich daran gezweifelt, dass es Kaiserslautern direkt schafft. Der größte Rekord aller Zeiten. Und man muss sagen, wieder einmal ist Otto Rehhagel schuld, dass die Bayern nicht Meister wurden. Und das sind Maßstäbe, oder? Das sind Maßstäbe. Ich sage es für die zwei Leute, die es nicht wissen in Deutschland. Der erste FC Kaiserslautern, aufgestiegen aus der zweiten Liga, Durchmarsch an die Spitze und deutscher Meister geworden, das gab es noch nie. Es ist der erste Durchmarsch aus der zweiten Liga direkt zum Meister seit Gildo Horn. Wir hier. Als FC Bayern-Mitglied hat man natürlich bis zum Schluss mitgefiebert. Ja? Und ich habe es gesehen. Die Verzweiflung bei den Bayern war so groß, sogar Strunz durfte wieder spielen. Kurz vor dem Abschied. Ja. Kurz vor dem Abschied hat den Trapattoni gesehen. Und eine andere Stadt feiert noch in diesen Tagen ihren Fußballverein. Das sind wir hier in Köln. Ja. Moment. Der erste FC Köln ist noch nie abgestiegen. Ja? Sie haben das gelesen. Wenn der erste FC Köln am kommenden Wochenende 10:0 gegen Bayer Leverkusen gewinnt und gleichzeitig in Karlsruhe der Strom ausfällt und in Mönchengladbach das Hochwasser auf den Bökel, dann sind wir gerettet. Ja. Oder nächstes Wochenende Schicksalsspiel. Köln gegen Bayer Leverkusen, wie Toni Schumacher sagt, gegen Bayer 04, haben wir uns früher nicht mal umgezogen. So ändern sich die Zeiten. Aber auch, und Sie hören es draußen in Deutschland, meine Damen und Herren, man ist hier doch deprimiert im ewig fröhlichen Köln. Aber der FC Köln steigt in keinem Fall ab. Das ist kein Abstieg, das ist eine dringend notwendige Regenerierungsphase. Ja, der Beginn eines super Neuanfangs. Und wenn dann im nächsten Jahr, was ist denn los, noch alle hier? Ja, ja, das ist so. Dann kommt Hannover und Düsseldorf, wahrscheinlich auch Gladbach. Ha! Wissen wir nicht. Ja, ja. Und man plant, neuer Trainer Willi Milovic. Mehr Anbindung. Einfach hier an Köln. Aber ein 10:0 müsste zu schaffen sein gegen Bayer Leverkusen. Wir haben heute Abend wunderbare Gäste. Sensationelle Gäste. Die Woche fängt grandios an. Wir haben
einen fabelhaften Sportler hier zu Gast und eine sehr, sehr attraktive Kollegin, die vor kurzem gestartet ist mit einer neuen Sendung. Und auch sie hat viel mit Sport zu tun, denn sie hat einen der härtesten Sendeplätze, den man im deutschen Fernsehen haben kann. Sie läuft mit ihrer Sendung Brigitte TV jeden Samstag gegen Fußball. Meine Damen und Herren, bei uns zu Gast heute Abend die Moderatorin von Brigitte TV, Sandra Mahn, und Formel 1-Star Ralf Schumacher. Diese Geste hier, diese Geste kennen Sie, sie bedeutet Neues aus dem Weißen Haus. Aus der Familie des Präsidenten von William Jefferson Clinton, oder wie wir seine Freundinnen nennen, Bill. Die Tochter von Bill und Hillary Chelsea, eine junge, erblühte Knospe. Ende in der Teenie-Zeit, ist glaube ich 19 oder so, ja, studiert sie hat, und das ist eine romantische Sache und wir sind glücklich, Ihnen das melden zu dürfen, Chelsea Clinton hat ihren ersten festen Freund. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ein toll. Chelsea Clinton, er studiert Religionswissenschaft. Wurde schon den Eltern vorgestellt. Und er heißt Matthew Pierce. Matthew Pierce. Hello, Mr. President. Hi, Hillary. Matthew Pierce. Es ist unklar, ob es wirklich ihr erster fester Freund ist oder ob er erstmal nur ein Praktikum macht. Und Matthew Pierce, meine Damen und Herren, wir schrecken nicht davor zurück zu fragen, Matthew Pierce, ist Chelsea schon gepierst? Sie hat ihn kennengelernt mit dem Satz, du musst mir deine Telefonnummer nicht geben, das macht schon die CIA. Und wir feiern ein tolles Jubiläum, ein tolles Jubiläum. 25 Jahre, du darfst. Sie kennen euch, ich will so werden, wie ich war, oder wie, so ähnlich also. Ja? 25 Jahre, du darfst. Tolle Sache, oder? 25 Jahre, du darfst, das ist, du darfst, ist ja quasi das Klausthaler für Frauen, oder? 25 Jahre, du darfst? Ich dachte erst, das wäre eine Umschreibung für Silberhochzeit. La, 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 la. Ja? Das heißt, wir erzählen uns jetzt auch schon seit 25 Jahren den Witz. Was hat du darfst mit der Pille gemeinsam? Beide machen nicht dick bei vollem Genuss. Ja. Du darfst die ewige Hoffnung der Fetten und aus dem Leim Gegangenen. Die sich so häufig selbst belogen haben mit dem Satz, ich esse nur ein Gürkchen. Oder ich mache einen Hauch Butter drauf, damit ich so gerade den Geschmack habe. Ja? Vielleicht einen klitzekleinen Klecks Mayo. Und ja, als ich das heute Morgen gelesen habe, hätte ich fast die größte Meldung heute übersehen. So groß, es gibt jetzt eine Creme gegen graue Haare. Stell dich so, ich bin Gott sei Dank nicht betroffen, aber... Haben Sie gesehen, wie er mit der Stirnklatze lacht? Ja? Der Henkel-Konzern, die Firma Henkel, die im Privatbesitz befindet, die AG Henkel in Düsseldorf, hat eine Creme entwickelt, die die ursprüngliche Farbe wieder ins Haar bringt, ohne dass man sie färbt. Und Ende Mai kommt das auf den Markt.
Stellen Sie sich vor, über Jahre behält man dann dieselbe Haarfarbe, der sogenannte Rex-Gildo-Effekt. Awesome. Und wenn Sie sagen, ich weiß nicht, graue Haare, diese Paste, ich traue der Sache nicht. Wenn Sie skeptisch sind, machen Sie es wie beim Teppichshampoo, erstmal an unauffälliger Stelle probieren. La, 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 la. Oft werden wir gefragt, was macht ihr eigentlich an den Wochenenden? Mittlerweile machen wir Zeltlager oder wir gehen Kanu fahren, im Team oder wir gehen Bergsteigen in der Eifel. Irgendwas Sinnvolles halt, nur einer nicht, meine Damen und Herren. Unser großartiger Kollege Helmut Blecki Zerlett. Er ist jedes Wochenende für Sie und für uns unterwegs mit seiner niegelnagelneuen Super-Hightech-Kamera und filmt, was sich in den europäischen Großstädten am Wochenende tut. Sehen Sie eine neue, begeisternde Folge unserer Reihe Helmut on Tour. Meine Expedition in die Welt der Stars und der Menschen über 1,50 Meter führte mich diesmal nach Prag. Die Firma Davidoff hatte mich eingeladen zur Davidoff & Friends Tour. Das finde ich sehr nett von der Firma Davidoff, deren Davidoff-Zigarren ich gerne rauche. Das Mövenpick Hotel, wo ich auf Kosten meiner Lieblingsfirma Davidoff wohnte, war toll. Dort traf ich aber keine Prominenten. Nur Hera Lind. Sie will wieder schwanger werden und gibt mir ihre Zimmerschlüssel. Da kann ich nur lachen. Wenn sie denkt, dass ich mich dazu hergebe, dann liegt sie aber genau richtig. Dann stieg ich in einen Bus, den die beste Firma der Welt bezahlt hat. Im Bus war auch Justus Franz, den ich toll finde, weil er sogar zweihändig Klavier spielen kann. Das würde ich auch gern können. Auf dem Konzert hat er aber bloß dirigiert und sich damit die ganze Frisur kaputt gemacht. Das Konzert war sehr laut. Anschließend traf ich auf der Party Roberto Blanco. Er gehört der Firma Davidoff und wird für solche Anlässe verliehen. Auf der Party gab es dann ein Davidoff-Zigarren-Wettrauchen. Ich habe 22 Davidoffs geschafft. Anschließend war mir aber schlecht. Davon gäbe es auch Bilder, wenn mir dabei die Kamera nicht ins Klo gefallen wäre. Dann bin ich mit diesem Rollband wieder nach Hause gefahren. Ich freue mich schon ganz doll auf meinen nächsten Ausflug. In diesem Beitrag wurde 9-mal der Sponsor dieser Reise erwähnt. Falls auch Sie Veranstaltungen sponsern und von Helmut Zerlett erwähnt werden möchten, schreiben Sie bitte an Helmut Zerlett, CO, die Harald-Schmidt-Show, Kennwort Schleichwerbung, Hohenzollernring 79-83 50672 Köln. Es gibt wieder was zum Nachdenken für Sie hier im Kapitol und für Sie zu Hause unser beliebtes Bilderrätsel. Heute sehr, sehr, sehr schwer. Es geht um eine Aktion, die 85% der Deutschen unterstützen. Selbstverständlich wir auch. Und Sie sollen erraten, wie heißt diese Aktion? Bleu, blanc, rouge. Die Tricolore. Wurfpfeil. Ich meine, wenn Sie Wurfpfeil sagen, kommen Sie nie drauf, ja? So, ohne T, dann Wolfgang Mozart, können Sie auch gleich vergessen. Mond, völlig falsch. Wieder kein T. Wer ist denn das nochmal? Ja, ja. Dann der mit den Büchern. Tja, wie könnte das heißen? Franz Wuf Mozart nach Horst Buch. Leider, es ist fast richtig, aber nicht ganz. Ja. Okay, Frankreich. Und das hier drin ist Wasser. Sehen Sie? Und das heißt auf Französisch L'eau. So, das hier ist ein Dart, sagt man in Innenkreisen. Aber ohne ein T, ein Dar. L'eau-Dar. So. L'eau-Dar,
Lothar Amadeus. Lothar Amadeus. Nacht. Nacht. Das ist der beliebte Schauspieler Horst Frank. Und das ist Marcel Reicher ohne Ranitzky. Reich. Also insgesamt Lothar Amadeus nach Frankreich. Das ist die Aktion. Lothar Amadeus nach Frankreich. Ja. Eine Aktion, die von vielen Prominenten unterstützt wird, zum Beispiel von O.J. Simpson. Er sagt dazu, nehmt ihn besser mit, ausgemusterte Sportler machen nur Dummheiten. Auch Lothars Lieblingsmusiker äußert sich dazu, zur Aktion, er ist auch dafür. George Michael, ich würde ihm die Daumen drücken, wenn ich noch eine Hand frei hätte. Wake me up before you go, 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 go. Eine unserer populärsten und beliebtesten Schauspielkünstlerinnen, Senta Berger, sagt zum Thema Lothar nach Frankreich, dass die WM kommt, ist sicher. Aber ob Lothar dabei ist, das ist gar nicht so sicher. Ich verlasse mich da nicht darauf, was die sagen. Mitdenken, Ersatzbank. Ersatzbank. Ersatzbank, das ist das Stichwort für den nächsten Sportler. Einer, der beweist, dass man Werbung machen kann und dafür Geld nehmen und trotzdem kritisch bleiben. Ich sehe Matthäus, wo vorher Ricken war. Oh! Der persönliche Freund von Berti Vogt. Ah, ich trinke, weil Lothar mit zur WM fahren soll und ich nicht. Dann Oliver Bierhoff sagt, DWS, L'Oreal, Danone, Otto, VHF, da mache ich auch für Lothar eben auch noch Werbung. Persil, das zeigen wir sehr, sehr gerne. Lothar kretscht Poren tief rein. Das hier wird Sie begeistern. Lothar muss mit. Und mein Lieblingsspruch, der zeigt, wie lange Lothar schon im internationalen Geschäft ist, ist dieser hier. Lothar, den hat Franz Beckenbauer schon von Jupp Derwal bekommen. Und falls es nicht klappt, kein Grund. Lothar, schöne Ferien. Bitte? Lothar. Wie undeutlich. Hab ich jetzt wieder genuschelt? Das höre ich so oft, da Leute mir sagen, ich nuschel. Und ich spreche so schnell, ich spreche so undeutlich. Ja? Und das Tolle bei unserer Sendung ist ja, wenn von außen Kritik geübt wird, wenn Menschen sagen, mach doch mal dies oder jenes anders, das wird bei uns beherzigt. Die Zuschauerkontrolleure, die 400 Zuschauerkontrolleure, die im Auftrag von Sat.1 jeden Tag die Zuschauerpost für die Harald-Schmidt-Show bearbeiten, haben gesagt, das mit dem Nuscheln bei mir muss besser werden. Und ich gelobe an dieser Stelle Besserung. Sie werden auch gleich sehen, es bleibt nicht bei leeren Versprechungen. Wir haben einmal dokumentarisch aufgearbeitet, dass es bei mir mit dem Nuscheln in der Sendung wirklich immer schlimmer geworden ist.
Die Harald Schmidt Show, wie wir sie kennen. Ein Feuerwerk geschliffener Pointen, ein Festival launiger Wortspiele, ein Potpourri geistreicher Schnurren. Mit leichter Hand serviert vom postmodernen Eulenspiegel der Fernsehunterhaltung. Doch es gibt ein gravierendes Problem. Harald Schmidt nuschelt wie Sau. Niemand versteht, was er sagt. Selbst Stammgäste der Show wie DJ Bobo sind überfordert. Entschuldigung? Harald, ich kann dich nicht verstehen. Harald, was meinst du? Wie geht es dir? Also ehrlich, ich habe überhaupt nichts verstanden. Total geil, dieses Nuscheln. Das macht er doch mit der Absicht, oder? Und ich habe mich richtig amüsiert. Bitte was? Richtig amüsiert. Eine Umfrage bestätigt dieses Stimmungsbild. Die Frage, die wir stellten, lautete: Wie beurteilen Sie die Aussprache von Harald Schmidt? 87% sagten, das Arschloch gucke ich mir sowieso nicht an. 5% meinten, für einen Holländer nicht schlecht. 4% fanden, für Hans Meiser nicht schlecht. Und 3% sagten, ich gucke sowieso nicht auf die Aussprache. Ein erschreckendes Ergebnis, das auch die Geschäftsführung von Sat.1 nachdenklich stimmen muss. Ein Sprecher des Senders geht in die Offensive. Herrn Schmitz, Aussprache wird ja auch immer schlechter. Bei den letzten Vertragsverhandlungen haben wir gar nicht mehr verstanden, wie viel Millionen er mehr haben wollte. So geht das nicht weiter. Wir fordern Herrn Schmidt alternativ auf, endlich Sprechunterricht zu nehmen. Ich meine, der Doof kann ja nicht einmal Fischfriebler Franz Fink frech vom Flussfall fette Fünf-Fingerfische sagen, ohne alles voll zu sammeln. Einfach widerlich. Wo sind wir denn hier? Igitt. So. Alles Bücher mit Sprechübungen. Der Klassiker unter den Büchern mit Sprechübungen ist das hier, Der kleine Hai. Sehr bekannt geworden durch den Filmtitel Kleine Haie. Das bezieht sich darauf, Schauspielschüler. Und das hier ist der Klassiker schlechthin. Atem und Stimme von Koblenzer Muha, Anleitungen zum guten Sprechen. Es gibt eine klassische Übung und die werden wir jetzt hier alle gemeinsam machen. Ja, denn gerade in Köln hat der eine oder andere doch eine leichte Dialektfärbung. Dieser Satz heißt, und Sie können ihn wie beim Karaoke mitsprechen, denn der Punkt über dem Text zeigt Ihnen, wo wir gerade sind. Atmen Sie ruhig und entspannt. Kommen Sie ganz locker aus der Mitte. Der Satz heißt, Barbara saß nah am Abhang. Barbara saß nah am Abhang, sprach gar sangbar, zaghaft langsam. Mannhaft kam alsdann am Waldrand. Ja? War das? Das war schon relativ deutlich, oder? Barbara saß nah am Abhang. Ich sehe einen Herrn hier, ja, direkt vor der Kamera. Sagen Sie einmal bitte, Barbara saß nah am Abhang. Und schön auf die A's achten, dass nicht Barbara saß nah am Abhang. Sagen Sie das einmal bitte, diesen Satz, ja? Wollen Sie nicht? Sie haben eine Alternative. Den Satz sagen oder zwei Witze über den Kinnbart. Thorsten Legert, sagen Sie den Satz? Barbara saß nah am Abhang. Können wir den Satz mal von Ihnen hören? Barbara saß nah am Abhang. Das war sehr gut. Ja, Barbara saß nah am Abhang.
Sie können das mit Übung machen. Ich mache Ihnen mal eine Übung vor. Das ist die Übung Erheben aus der Hocke mit Ton. Man spricht im Stehen die Silbenfolge Humunungu. Die kommt im Alltag häufig vor. Ja? Im Supermarkt, was darf sein? Humunungu. Und wichtig ist, dass Sie das mit Beschwörungscharakter sagen. Steht hier drin. Dann wird der Hocksitz eingenommen. Man erhebt sich ganz langsam, wobei man das Becken so schaukelt, wie dies ein schwanzwedelnder Hund tut. Und dabei sagt man beschwörend Humunungu. Also langsam erheben, Becken so schütteln wie der schwanzwedelnde Hund und Humunungu. Okay, ja? Ja? Nochmal. Das können Sie ruhig mal überall probieren, in der Straßenbahn, an der Ampel. Humunungu. Schreiben Sie uns dann, wohin Sie die Verwandtschaft eingeliefert hat. Aber Humunungu. Ihre Artikulation wird sich verbessern. Mein nächster Gast hat keine Zeit für Sprechübungen. Dazu ist sein Beruf zu schnell. Er ist der Sunny Boy und der wilde junge Mann im diesjährigen Formel 1 Zirkus, meine Damen und Herren. Er ist mittlerweile ein enger Freund unserer Show, sein dritter Besuch hier bei uns. Und am Wochenende hat er wieder ein großes Formel 1 Rennen in Barcelona. Herzlich willkommen, Ralf Schumacher! Ich hab gedacht, du bist mittlerweile zum Stammgast geworden. Du musst auch mal was mitbringen. Danke. Für deine zwei Kinder. Und die habe ich mal für dich mitgebracht, wenn du demnächst mal vor dem Fernseher sitzt. Nimm Platz, das ist aber super nett. Und weißt du, was mich immer ärgert, wenn in anderen Sendungen so Geschenke gebracht werden, dann werden die so weggestellt und so weiter. Und man sieht überhaupt nicht, wer dafür alles wirbt. Shell, Goodyear, Dekra, BBS Motorsport, sogar dein Bruder hat da drauf unterschrieben. Ja, oben. Ich zeig mal hier rein, dann könnt ihr die Sponsoren besser lesen. Hier. So, Michael Schumacher. Und hier geht's weiter. Das ist sozusagen Ralf Schumacher, Dekra, Omega Uhren und auch Goodyear. Das heißt, ihr habt wirklich beide denselben Reifenlieferanten? Ja, wir haben beide denselben. Ja. Also, für mich als Laie, an den Reifen kann es nicht liegen. Ja. Irgendwann hier. Ich meine, deine wie viele Saison ist die zweite, die dritte in der Formel 1? Das ist meine zweite, ja. Die zweite Saison. Wie bist du bisher selber zufrieden? Imola, siebter Platz, das war ja mal jetzt eine Sache, wo man sagt, okay, jetzt ist der böse Bann irgendwie gebrochen, oder? Ich auch sagen, hoffe, dass der Knoten jetzt endlich mal geplatzt ist. Ich meine, in Imola, mit Sicherheit bin ich nicht ganz so zufrieden mit dem siebten Platz. Allerdings, als ich mal angekommen bin, war nicht ganz so schlecht. Also von daher, wir steigern uns. Ja. Aber ich meine, wir sind wirklich alle Formel 1-Fans hier im Team und schauen die ganzen Rennen. Und teilweise bleibt einem ja der Atem stocken. Ne? Dieser eine Dreher, sozusagen die Abkürzung, quer über den Rasen, Kiesbett und dann auf der anderen Kurve weiter. Bleibt einem da als Fahrer nicht auch das Herz stehen? Das Einzige, was ich mir in dem Moment gedacht habe, du wirst jetzt wohl nicht so blöde sein, das Rennen wieder selber vermasselt zu haben. Aber ich kam dann doch wieder auf die Strecke zurück und war auch recht froh. Ich meine, klar, das sind so Momente, weil ich war einfach nicht mit dem Rennverlauf zufrieden und einfach auch nicht mit den Zeiten. Und habe dann nochmal versucht, schneller zu fahren, aber es war einfach nicht möglich, weil wir hatten einige Probleme mit dem Auto, so auch mit dem Motor. Ab Mitte des Rennens war nur noch, sage ich mal, drei Viertel der Motorleistung da und bei den vorderen Dämpfern ist was gebrochen. Und im Auto selber merkt man natürlich nicht so richtig, woran es liegt. Man versucht es trotzdem. Also auf gut Deutsch bin ich so gerade eben noch über die Ziellinie gehoppelt dann zum Schluss. Ja, und hast du jetzt auch diese Henkel an der Seite ran, diese Power Towers, Speed Towers, wie heißen die? X-Wings. X-Wings.
Ich fand es eigentlich recht praktisch. Man kann sich also schön dran ablegen. Und man kann auch mal ein Glas Bier draufstellen. Für die Schaliker immer sehr angenehm. Leider, aber sie sind ja jetzt verboten. Zuerst hat man gesagt, okay, Max Mosley hat darum gebeten, hat gesagt, lass uns ein Gentleman Agreement machen, dass die Dinger wegkommen, weil es ein Formel-1-Auto und kein Flügelauto oder was auch immer. Dann haben ein paar Teams gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja. Und dann wurden sie zwei Wochen später aus Gründen der Sicherheit einfach gecancelt. Ist auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall hat er sie weggebracht. Jetzt warst du gerade in Silverstone. Ich bin gerade aus Silverstone gekommen. Ja. Was habt ihr da gemacht? Spezielles Training? Wir haben versucht, meine Start zu verbessern. Ja. Aha. Was kann man da machen? Einfach schneller aufs Gas? Damit ist ja wahrscheinlich nicht getan, oder? Nein, nein. Das ist A, hängt das von der Reaktionszeit ab. Und in zweiter Instanz, wie man denn die Kupplung, sage ich mal, flitschen lässt oder auch einfadet, wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall wichtig ist die Geschwindigkeit zwischen 0 und 160. Und da gibt es also, sage ich mal, zwischen 2 und 3 Sekunden Unterschied, die man. Ne? Wir wollen jetzt nicht zu nah ins Detail gehen. Aber hast du mal testen lassen, wie hoch dein Pulsschlag ist am Start? Haben wir nicht testen lassen, aber erfahrungsgemäß zwischen 160 und 180. Also schon richtig, da geht schon richtig zur Sache. Ja? Ja. Jetzt ist ja nächstes Wochenende in Barcelona. Und war das im letzten Jahr oder vor 2 Jahren, als der Michael da dieses wahnsinnige Rennen im Regen gefahren hat? Das war nicht in der Formel 1, das war vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, vor zwei Jahren. Du kennst die Strecke. Ist das ein Kurs, der dir liegt? Das ist ein Kurs, der uns eigentlich liegt nach, glaube ich, mal 4000 Testkilometer, die wir im Winter dort abgespult haben. Allerdings leider Gottes nicht weder noch unserem Team noch dem Team von Michael. Also so, glaube ich, kann man wieder die McLarens vorne sehen. Ja. Ist denn das so, dass Mercedes bei euch irgendwie mal, lass dich nicht irritieren, du hörst ja eine Frau einfach kontinuierlich kichern. Ja. Das haben wir häufig, wenn Drogen überraschend abgesetzt werden, weißt du? Aber das wäre doch eigentlich sozusagen der Megatraum, die Brüder Schumacher gemeinsam für Mercedes. Natürlich jeder in einem eigenen Auto, aber das wäre doch eigentlich das, da würde doch die deutsche Industrie zum Dach rausgehen vor Begeisterung, oder? Ja gut, vielleicht wäre das der Traum. Michaels und meiner ist es eher mal nicht im Moment zur Zeit. Vielleicht werden wir irgendwann mal zusammenfahren, aber ob das jemals eintrifft. Ich möchte eigentlich gerne meine Saison für Jordan zu Ende fahren, das sowieso. Und eigentlich auch noch gerne ein Jahr dranhängen, weil ich endlich mal mein Ziel mit Jordan erreichen will. Und das ist ein Rennen zu gewinnen. Das scheint dieses Jahr fern der Heimat zu sein. Allerdings arbeiten wir sehr stark dran und weiterhin dran. Und das ist einfach mein Ziel, das möchte ich verwirklichen. Ob es dann letztendlich geht oder nicht, wird man sehen. Ja. Wie ist es denn mit, habe ich dich letztes Mal schon gefragt, dass du dich ganz charmant rausgebremst? Thema die vielen attraktiven Frauen in der Formel 1. Ja? Bei dir liest man überhaupt nichts. Man sieht auch nicht mal irgendwie noch so ein Girlie, was den Schirm über den Wagen hält, weißt du, kurz bevor es losgeht am Start, was ja für mich der Grund wäre, in die Formel 1 zu gehen. Ja? Und ist das alles diskret oder hat man als junger Rennfahrer überhaupt keine Zeit für eine Freundin? Also am Rennwochenende hat man wirklich keine Zeit und auch überhaupt keinen Kopf dafür, ganz ehrlich. Deshalb, ich meine, die Frau oder beziehungsweise der Mann, der bei mir den Schirm hält, da würdest du dich nicht für interessieren. Deshalb bräuchtest du auch keine Formel 1 zu fahren. Ab und zu allerdings haben wir auch mal ein paar Ausnahmen am Auto stehen. Aber um ehrlich zu sein, vorm Rennen guckt man da wirklich gar nicht nach. Ja, gut, aber irgendwann ist ja das Rennen zu Ende, mal früher, mal später. Ja, und das wollen wir. Da muss ich was machen. Rennende, ja? Ist es wirklich so nach dem Rennende, dass die Teams sofort nach Rennschluss abreisen? Ich habe gelesen, Nigel Mansell ist in seinen Hubschrauber gestiegen und selber weggeflogen, unmittelbar nach Rennende. Das ist üblich, ja gut, also so eine halbe Stunde nach Rennende, ja. Ja. Reisen eigentlich die Teamchefs, wie unserer zum Beispiel, ist öfter schon mal vorher weg, der braucht ja nicht so lange zu bleiben. Aber nee, das ist schon so üblich. Ja. Fliegst du auch selber Hubschrauber? Nein, ich fliege zwar Hubschrauber oder als Passagier, aber auch nicht so gerne, muss ich zugeben. Wirklich wahr? Da hat man Angst? Nicht Angst, aber Hubschrauber ist nicht so mein Ding. Nee. Also Flugzeug ist okay, aber Hubschrauber. Ja. Aber du fliegst aber auch mit so einem Privatjet, oder? Wenn mein Bruder mich abends so mitnimmt, ja. Fliegt der dann selber? Nein, er fliegt nicht selber. Hey.
Ja, das stelle ich mir toll vor. Ist das so ein Jet, mit dem man auch über den Atlantik fliegen kann, oder ist der dafür nicht groß genug? Aber wenn man noch ein paar Liter Sprit mitnehmen, schafft man das auch. Nee, doch, ist möglich mit dem Jet. Ist möglich, ja. Das ist schon beeindruckend. Komfortabel da drin, wir wollen nicht ins Detail gehen, aber wie viele Betten? Keine Betten, keine Sauna. Ich meine, da gibt es ja einen Tennisspieler in Amerika, der hat das ja, aber nee, so weit sind wir nicht. Gassi hat eine Sauna in seinem Jet? Ja. Ja? Sogar ein Fitnessstudio. Der hat eine ein Fitnessstudio? Hat eine 737, so habe ich mal gelesen, ja. Das ist ja eine Boeing? Ja. Also so ein Riesenteil, ja? Da, wäre das ein Traum für dich, so ein riesen... Nee. Flugzeuge allgemein. Also ich bin mal eine Zeit lang etwas öfter privat geflogen oder mitgeflogen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Connections da sind, fliege ich lieber normal, weil da lernt man Leute kennen und es ist einfach viel witziger, als allein im Flugzeug zu sitzen. Ja. Wo geht es jetzt von hier aus hin? Gleich nach Barcelona? Ich fliege morgen früh erst noch mal nach Hause, nach Monaco, und dann von da aus nach Barcelona. Ralf, wieder ein wunderschöner Auftritt. Sehr, sehr humorvoll, sehr selbstironisch. Die Sponsoren haben wir alle genannt. Ja? Daumen drücken wir für Barcelona. Und vielleicht hat sie auch Treppchen, wer weiß. Eher weniger, ja. Aber der Arsch. Hauptsache gesund ankommen und bis zum nächsten Mal. Ja? Wirklich. Vielen Dank, alles Gute. Ralf Schumacher, meine Damen und Herren, und gleich Sandra Mann. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, und ich finde Ihren Einstand sehr gelungen. Das höre ich gern. Ich habe zwei Sendungen schon komplett gesehen. Brav. Ja, natürlich. Und sonst sage ich, mache ich es halt wie viele, ich zeppe bei RAN in der Werbung mal rein und sage mir, was trägt der Mann im nächsten Frühjahr. Ja? Haben Sie eine Erfahrung, ist das so ein Sehverhalten, das viele Männer an den Tag legen? Oder auch Frauen? Soweit man das nach den wenigen Sendungen sagen kann, ist das so, dass die Männer in der Werbepause reinseppen. Ja. Und die Frauen, wenn sie denn irgendwie die Chance haben, an den Fernseher ranzukommen, aber durchgängig dabei bleiben. Ja. Und kriegen Sie Reaktionen, dass man sagt, ich lerne jede Woche die Brigitte auswendig, die Zeitung, ja, aber ich bin jetzt 58, wiege 130 Kilo und möchte mal eine andere Frisur. Mach doch das mal auch in Brigitte TV im Fernsehen. Na, wir machen ja so eine Vorher-Nachher-Geschichte, also eine Typberatungsgeschichte machen wir ja Woche pro Woche. Ja. Da kommen ganz, ganz viele Bewerbungen von ganz unterschiedlichen Frauen, ganz unterschiedlichen Alters. Und wir werden in der übernächsten Sendung auch das erste Mal Männer dazu aufrufen, doch mal zur Typberatung zu kommen. Also, ja, ne, wenn Sie mögen, sind herzlich eingeladen. Ja, also bei mir ist es, ich habe mich jetzt auf diesen Anzug und diesen leichten grauen Strähnen, die ich mir reinmachen lasse. Grau ist eine der Modefarben dieses Jahr, das ist schon in Ordnung. Aber, also ich verfolge das auch immer sehr interessiert. Mir gefallen vor allem so die Psycho-Abteilungen, auch im Heft. Mhm. Ich zerschnitt seinen Anzug, er roch nach der anderen und so, ja. Sprechen Sie von Brigitte? Ja. Ja, wirklich? Doch, das ist da drin, ja, oder nie brachte er mir Blumen mit, also schon. Nicht auf trivialem Niveau, aber eben, es geht so ans Eingemachte. Können Sie das überhaupt in dieser Härte vor die Kamera auch kriegen? Naja, es bieten sich nicht alle Themen der Brigitte auch für Brigitte TV an. Da gibt es Überschneidungen, die soll es auch geben, die kann es auch ruhig geben. Aber nicht alle Geschichten, die im Heft gut sind, sind auch gut im Fernsehen und umgekehrt. Insofern kann es das geben, dann, wenn es sich gut umsetzen lässt, muss es aber nicht. Wie empfinden Sie das, dass man immer liest über Sie oder sehr häufig liest, Sie seien vom Typ her die ideale Brigitte-Repräsentantin? Brigitte Leserin. Ich behaupte einfach mal, das freut mich, wobei ich immer noch nicht so ganz genau weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Ich glaube, das wissen auch die meisten, die das schreiben, nicht so richtig, was denn der ideale Brigitte-Typ nun ist. Ja, attraktiv, Dankeschön. Jung, Dankeschön. Geht arbeiten. Dankeschön. Ja, natürlich. Ja, ist doch so, oder? Bitte, ja. Die Brigitte Leserin geht doch arbeiten. Viele Brigitte-Leserinnen gehen arbeiten. Ja, oder arbeitet zu Hause oder streicht einen Teil der Küche grün und den anderen blau, bringt Kreativität ins Badezimmer und so weiter. Ist jedenfalls eine aktive Frau, ja. Ja, und, aber da haben Sie, das repräsentieren Sie ja auch, ne? Ja, damit habe ich auch kein Problem. Ja. Also wenn das damit gemeint ist, ist das in Ordnung. Dann bin ich Brigitte-Typ. Ich darf Ihnen noch gratulieren nachträglich. Sie haben vor kurzem geheiratet. Ja. Ja, der Ring ist strahlt noch ganz. Ist ein kleiner Brilli eingearbeitet, habe ich das gesehen? Oh. Das war überraschend, die Hochzeit? Für mich nicht, aber für die Gäste. Ja, wo war das? An der Côte d'Azur haben wir geheiratet. Wie stellt man sich das vor? Man sitzt auf der Yacht von Gruner und Jahr? Nein. Nee, man sitzt nicht auf der Yacht von Gruner und Jahr, sondern man fährt mit einer ganzen Reihe von Freunden unter dem Vorwand, meinen 30. Geburtstag zu feiern, an die Côte d'Azur. Und alle sagen, juhu, im April an die Côte d'Azur, das ist klasse, das machen wir. Ja. Und einen Tag vor dem eigentlichen Geburtstag bei einem kleinen Landausflug
so war er genannt, haben wir dann auf einem kleinen Dorfplatz in einem ganz süßen Dorf verkündet. Und übrigens schön, dass er da sein, jetzt heiraten wir. Auch so freizeitmäßig angezogen? Alle waren ja in Windjacken und in Jeans und die Trauzeugen waren etwas irritiert. Weil sie sagten, ich kann doch jetzt nicht in roter Öljacke hier dein Trauzeuge sein. Und genau so wollten wir es aber. Wir wollten, dass alle möglichst normal aussehen, sich möglichst einfach wohlfühlen und nicht darüber nachdenken, habe ich jetzt das richtige Kostüm an, sollte ich einen Hut aufsetzen oder nicht. Und das hat alles überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es ging irgendwie um das Ereignis und das im Kreise lieber Freunde, das war unheimlich schön. War das dann auf einem Standesamt in der Provence oder in Südfrankreich? Ja, bei einem Bürgermeister. Also dieses kleine Dorf hat ja halt ein Bürgermeisteramt, das so ganz zauberhaft in der Stadtmauer sitzt, so efeu berankt, also unglaublich romantisch. Und der Bürgermeister hat dann mit seiner Schärpe Französisch? Ja, auf Französisch. Wie ist das denn? Ist das denn mittlerweile mit EG? Muss man dann das hier nochmal nachholen oder was? Oder? Nee, muss man nicht. Muss man nicht. Also man kann sich, wollen Sie es jetzt wirklich wissen, diesen ganzen juristischen Quatsch? Nein, nicht, aber ich meine, man sagt irgendwie ui und versteht vielleicht nicht alles, was der gesagt hat oder so, aber das ist ja eigentlich... Wir hatten erstens einen Übersetzer dabei und zweitens sprechen wir beide so weit Französisch, dass wir wissen, dass wir keine Waschmaschine gekauft haben. Und jetzt, führen Sie, geht Ihr Mann arbeiten? Mein Mann geht arbeiten, ja. Ist er auch in der Branche? Ist auch in der Branche, ja. Das ist ja nun jetzt auch so, dass sozusagen die Erbengeneration auch drankommt. Und Ihr Mann heißt Otto, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja, wir wollen das nicht katalogisieren, aber... Das ist natürlich für einen Brigitte-Fan ganz wichtig. Ja. Inwiefern? Heißen Sie Sandra Mahn, heißen Sie Sandra Otto oder Sandra Mahn Otto? Ich heiße Sandra Mahn, weil nach französischem Recht sowieso man seinen Mädchennamen behält und den Nachsatz verheiratete Otto bekommt. Die machen das also genau umgekehrt wie hier. Hier ist man dann Geborene und da ist man verheiratete Otto, in meinem Fall. Finde ich gut. Ich auch. Ja. Ja, also. Und jetzt kommt diese Sendung jede Woche. Ja. Harte Zeiten, DFB-Pokal-Endspiel nochmal gegen Sie. Dann ist erstmal Pause wegen Fußball-WM, nehme ich an. Das ist richtig, ja. Wir machen ein paar Wochen. So diese ganze Fernsehwelt und so weiter, macht Ihnen das Spaß, finden Sie sich zurecht oder ist es anders, als Sie es vorgestellt haben? Na, ich habe ja vorher schon Fernsehen gemacht, nur fürs Lokalfernsehen. Das ist natürlich ein völlig anderes Arbeiten als in der großen Welt, der ARD. Ich finde das im Moment noch jedenfalls sehr spannend und sehr aufregend, manchmal sehr anstrengend, aber auch sehr spannend und ich genieße das sehr, macht sehr viel Spaß. Und ich denke mal, die Sendung wird sich durchsetzen. Ich hatte das Glück, gleich fulminant gestartet zu sein vor 2,5 Jahren. Ja? Erinnere mich. Ja, mit tollen Kritiken und Zuschauerzahlen so, aber ich weiß, ja, so war das. Und und Sie haben ja gute Kritiken. Ja. Und mit den Zuschauern, die kommen nach und nach. Ja? Und ich denke auch, es ist nicht mehr so, dass sozusagen die Männer im Wohnzimmer rangucken und die Frauen in der Garage auf dem Zweitgerät Brigitte TV, sondern es wird auch immer mehr Männer geben, die sich das anschauen. Da bin ich sicher. Ja. Aber wenn Sie das auch so sehen, dann klappt das auch. Nee, hundertprozentig. Mhm. Und für Sie selber, denke ich, wird das sowieso weitergehen, unabhängig davon, wie sich das alles mit Brigitte TV entwickelt. Schauen wir mal, jetzt geht es erstmal um Brigitte TV und das, glaube ich, klappt auch gut. Ja. Vielen Dank. Alles Gute weiterhin. Ich sag nur, wer morgen bei uns zu Gast ist, meine Damen und Herren. Morgen Abend kommt die großartige Künstlerin Sandra Nasic von der Gruppe Guano Apes. Und der Titel heißt Open Your Eyes. Das ist ein Grund, morgen Abend die Augen nochmal aufzumachen. Um kurz nach 11, wenn uns Sat.1 in den Rekorder schiebt. Und ein großartiger Kollege, ein lieber Freund, Olli Dittrich. Morgen Abend bei uns zu Gast. Ganz herzlichen Dank, Sandra Mahn. Danke alles Gute. Besuch. Ja? Tschüss. Tschüss, viel Erfolg bei denen. Bis morgen Abend, Dankeschön. Tschüss.